Ja, seid gegrüßt, Leute. Willkommen zurück zu Way of the Hunter. Schön, dass ihr heute wieder einschaltet. Willkommen. Wir haben heute wieder einen ähnlichen Start wie gestern, muss ich sagen. Wir sind wieder ungefähr in derselben Position und wir haben wieder mal Bergziehen im Blick. War das gestern, wo wir denselben Start hatten? Wir standen sogar auf demselben Berg und haben darüber geschaut. Ne, gestern waren die Bergziehen, glaube ich, hier, so leicht rechts von dem Teil. Heute sind sie etwas weiter am Fluss. Etwas durstig heute. Wir sehen da hinten noch ein Tier. Werden wir mal markieren. Ich kann nicht erkennen, was es ist. Es sieht aus wie ein weibliches Wapiti vielleicht. Und ich hatte hier irgendwo eben noch ein Tier gesehen. Das scheint aber nicht mehr da zu sein. Wir machen trotzdem mal eine Markierung hier rüber. Wir werden jetzt aber erstmal nach den Bergziegen schauen. Ziel für heute ist es übrigens, der Hauptquest noch ein Stück nachzugehen. Und zwar müssen wir hier ein paar Füchse erschießen. Lege Rotfüchse, die ein ungewöhnliches Verhalten aufweisen, ohne das Gehirn zu beschädigen. Also, na gut, das kriegen wir hin. Gerade bei einem Fuchs sollte das nicht allzu schwer sein. Ist die Frage, ob wir die Armbrust dafür benutzen sollten oder ob wir trotzdem einfach das Jagdgewehr benutzen, auch wenn es nicht für Füchse ausgelegt ist. Müssen wir mal schauen. Jetzt, wo ich das so sehe, sieht das da hinten doch mehr wie eine Bergziege aus. Und hier vorne ist auch noch eine Bergziege. Und hier sind Bergziegen und. Hä? Hier sind mehrere Rudel Bergziegen unterwegs. Und da ist aber auch noch was. Seht ihr das da zwischen den Bergen? Entweder sind es auch Bergziegen oder was anderes. Sieht etwas, naja, farbenfroher aus. Bergziegen sind ja weiß oder grau. Das da hinten sieht aber ein bisschen anders aus. Wir werden da nachher mal vorbeischauen. Okay, sind wir nah genug dran, um schon. Ja, sind wir. Wisst ihr, so eine Tröte oder so ein Lockmittel für Bergziegen fände ich auch cool. Finde ich schade, dass es sowas nicht gibt. Weil so muss ich mir immer die Arbeit machen und gucken, wer hier überhaupt in Frage kommt. Man muss sich bei den anderen Tieren auch, aber das sind sonst nicht so viele Tiere, wie hier die Bergziegen sind. Also das sind ja immer 2 Dutzend Tiere zu circa. Ich habe das Gefühl, es ist wieder nichts Männliches mehr dabei gefühlt. Deswegen werden wir einfach. Und selbst wenn noch Männer dabei sind, es sind echt nicht viele. Deswegen werden wir ein paar ausgewachsene Weibchen schießen. Ein paar Jungtiere habe ich ja noch gesehen. Oh, hier ein ausgewachsenes Männchen. Oh. Das ist ja rare. Wollen wir das vielleicht schießen? Ich meine, es ist eh ausgewachsen. Von daher würde das auch klar gehen. Jetzt steht's gut. Jetzt steht es wirklich gut. 250 Meter direkt hier vorne. Jetzt stellt sich natürlich ein anderes Tier davor. Geh mal weg. Das ist genau 250 Meter. Da müssen wir ein bisschen höher zielen, aber das kriegen wir hin. Bisschen Wind von links, aber das kriegen wir auch hin. Zack. Okay. Denke, der hat auf jeden Fall die Lunge erwischt. Würde mich auch sehr wundern, wenn nicht. Dieses Tier, ich hoffe, es war kein Jungtier. Also, ich hoffe, es war kein männliches Jungtier. Es hat sich zu perfekt angeboten, muss ich sagen. Es, ja, mit einem Schuss erlegt. Hoffen wir mal, dass es jetzt wirklich kein männliches Jungtier war, weil sonst, ja, leidet die Herde da noch ein bisschen drunter. Waren so schon zu wenig, Kerle und viel zu viele Frauen. Ah ja. So, wer ist denn. Ah, guckt mal, die Tiere sind aus der Versenkung herausgekommen. Aus dem Flusstal. Und wir haben hier. Ausgewachsen, 2 Sterne. Wapiti? Und du auch? Oder seid ihr beide 2 Sterne ausgewachsen? Kann ich leider nicht sagen, aber ich glaube, es könnten wirklich beide ausgewachsen sein. Ist die Frage, 300 Meter weg. Gehen wir gleich drauf. Wir haben einen guten seitlichen Winkel jetzt. Ich meine, wir haben auch eine Menge Seitenwind, aber das ist egal. Was heißt eine Menge? Wir haben nur fast 4 Meter pro Sekunde Seitenwind. Es geht. Shit. Gut, der wollte mir nicht den Gefallen tun und da stehen bleiben. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Wir laufen einfach hier selber in den Fluss mal ein Stück rein, in die Flussmündung. Oder in den Flusslauf, was auch immer. Und dann müssten wir den guten Kollegen ja eigentlich gleich. Ah, wiedersehen. Da ist er doch. Schauen wir nochmal eben. Der auch 2 Sterne ausgewachsen ist. Nee, ist er nämlich nicht. Ich wollte gerade nämlich sagen, das Geweih sieht durchaus anders aus als bei den ausgewachsenen Bergziegen da hinten.
Ich werde mal Folgendes machen. Wir holen die Wapiti-Tröte raus und stellen wieder auf schlechte Verfassung. Kommt das erwachsene Männchen zu mir? Werde ich es abschießen? Kommt das erwachsene Männchen nicht zu mir, hat es einen relativ guten DNA-Wert und wir lassen es auf jeden Fall dann leben. Weil seine Eltern sind ja beide ausgewachsen, so wie es aussieht. Oh, das ist die ganze Herde. Und wenn seine Eltern... Ach, Eltern sind ausgewachsen. Ja, klar sind die ausgewachsen, aber seine Eltern haben ja 2 Sterne und das ist ja schon mal okay. Muss jetzt nicht heißen, dass sie einen DNA-Wert über 50% haben, aber... Es kommt zumindest schon mal keiner. Das ist schon mal ein Zeichen, dass der DNA-Wert wirklich vielleicht höher ist. So, tröten wir nochmal. So, und wenn jetzt keiner kommt, ist es erstmal ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Aber jetzt muss ich natürlich das Kind oder das erwachsene Tier von seinem Elterntier trennen, indem ich das Elterntier direkt daneben abschieße. Ah ja, er steht schon auf. Das macht es mir natürlich ein bisschen leichter. So, na dann. Bye bye, bye bye. So, du warst, glaube ich, das andere ausgewachsene Tier. Aber einer war noch 1 Stern und ausgewachsen. Glaube ich. Na, die Spur sieht auf jeden Fall gut aus. Denke ich jetzt mal. Ich meine, wir müssen die Lunge erwischt haben eigentlich. Kann mir nicht vorstellen, dass wir die verfehlt haben. So, was ist denn hier noch? Da hat sich doch auch noch was bewegt gerade. Wahrscheinlich nur das Wapiti auf der Flucht oder sowas. Weil da werden ja noch Bergziegen. Vielleicht habe ich die ja aus irgendeinem Grund nicht verschreckt, aber... Da wirklich, da ist wirklich noch eine Bergziege mit 2 Sternen gewesen gerade. Wo war denn das? Okay, jetzt erstmal orientieren. Wo sind meine ganzen Tiere? Die ganzen Markierungen sind alle hier. Das heißt, wir können hier gleich mal nachschauen, was wir hier alles erwischt haben. So, hier unten liegt schon die erste Bergziege im Fluss. Und schaut mich ganz gequält an. Ich versuche die ganze Zeit noch diese Bergziege zu spotten. Die ist noch irgendwo. Da. Sie. 2 Sterne ausgewachsen. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, warum sie nicht abgehauen ist. Ganz ehrlich, ich meine, die stand direkt daneben, als ich die Wapitis abgeschossen habe. Aber, naja, die Bergziege ist halt, die ist mutig. Ja, die ist mutig. Oder taub. So, lauf doch noch 1, 2 Schritte weiter nach vorne, dann können wir das Ganze beschleunigen. Ja. Okay. Könnte sogar ein Herzschuss gewesen sein. Hoffentlich. Ein paar Herzschüsse wären mal wieder ganz nett. Ja, cool. Dann haben wir jetzt schon 1, 2, 3, 4 Tiere hier erschossen. 4? Ja, 4 Tiere. Geht gut voran, geht gut voran, Leute. So, schauen wir erstmal hier. Das war, glaube ich, die Bergziege, die wir im Lauf getroffen haben. Schauen wir mal. Erwachsen weiblich ist, okay, ist auf jeden Fall okay. Solange es kein männliches Jungtier ist, kann man das alles machen. Fast $300 dafür. Ich meine, das war Bonus. Und Bonus nimmt man auf jeden Fall mit. Habe ich gerade noch was gehört? Mir war so. Okay, die da drüben können wir gleich einsammeln. Wir gucken mal hier mal bei der Blutspur noch eben. Da haben wir Blutluftblasen. Okay, wir folgen der erst, weil die noch von den restlichen Leuten, von den restlichen Spuren wegführt. Wo führt sie überhaupt hin? Ich glaube, hier führt sie nicht weiter, oder? Okay. Ich werde mich mal umschauen und hier läuft die Spur irgendwo lang. Ich werde mich mal umschauen und sehen, wo die Bergziege liegen geblieben ist und dann holen wir die anderen 2 Kandidaten. Okay, der Cut wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Die Bergziege lag nur 10 Meter vielleicht entfernt. Ich habe sie nur nicht gesehen. So, dann bist du das ausgewachsene Weibchen, was wir abgeschossen haben. Nee, warte mal, wir haben ausgewachsenes Männchen noch erschossen, glaube ich. Ach, ja. Es hat auf jeden Fall schon mal einen Schuss abgekriegt. Das war auf jeden Fall nicht von heute. Das war der Schuss von jetzt und der war ziemlich mittig, ziemlich gut. Kann man auf jeden Fall so machen. Ausgewachsenes Männchen. 120 Kilogramm ist gut. DNA-Wert von 13%. Unterirdisch. Wirklich unterirdisch. Ja.
Da müssen wir uns vielleicht nochmal das erwachsene Männchen, was wir vorhin in der Herde gesehen haben, vornehmen. Gott, was ist mit den ganzen Tieren? Hier sind schon wieder Wapitis und Bergziegen und oh mein Gott. Ist wild heute, ist wild. Ich würde sagen, wir machen die gute alte Wapiti-Tröten-Taktik gleich nochmal. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz nah genug dran dafür, aber da sind auf jeden Fall mehrere Einsterne erwachsene Wapitis und wir wollen natürlich die DNA schlechtesten aus der Herde nehmen. Deswegen locken wir jetzt mal welche an, mal gucken, wer kommt und ob überhaupt schon jemand kommt auf die Distanz. Ich bin ja noch fast 300 Meter weg. Okay, ich gehe mal ein kleines Stück näher ran und dann locke ich mir nochmal eins her. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, folgender Stand. Keins der Tiere kommt in meine Richtung. Das heißt, alle haben wahrscheinlich einen DNA-Wert über 50. Was gut ist, der hat auch ein schönes Geweih. Der da hinten ist noch ein Jungtier. Ich meine, der kommt eh nicht. Er ist ein Jungtier. Auch wenn der jetzt ausgewachsen steht, glaubt mir, er ist ein Jungtier. Genau, da steht's. Und wir haben noch ein ausgewachsenes Ein-Sterne-Männchen. Ich denke mal, es wäre am schlausten, das zu schießen, weil einfach alle anderen Tiere noch Potenzial haben. Und dieses natürlich sein Potenzial schon verwirkt hat. Ich bin auch nah genug dran, also die müssten auf die Tröte eigentlich reagieren normalerweise. So, dann machen wir es jetzt mal anders. Wir stellen die Tröte mal auf hohe Fitnesswerte. Und dann suchen wir uns den aus der. Oh, ist das. Oh, ist das laut. Vielleicht, wenn ich daran denke, werde ich das im Nachgang nochmal ein bisschen leiser pegeln. Weil es ist für die Ohren echt unangenehm, habe ich so das Gefühl. So. Es kommt trotzdem noch niemand zu mir. Das verstehe ich jetzt nicht. Spätestens jetzt müsste ja eigentlich irgendjemand kommen. Bergziege. Jungtier. Also bin ich wirklich vielleicht einfach nicht nah genug dran, aber das kann ich mir gerade auch nicht vorstellen. Ich meine, 160 bis 180 Meter ist doch eine optimale Entfernung. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ja, ich krieg gerade keinen besseren Winkel, deswegen werde ich nochmal ein bisschen warten, vielleicht nochmal das eine oder andere mal tröten, bis sich eine gute Gelegenheit ergibt. Okay, dieses Mal. Excuse me? Was passiert hier gerade? Okay, komisch. Diesmal hat es funktioniert. Und das einzige Tier, was jetzt wirklich kommt, auch auf den Ruf mit wenig Fitnesswert und so, ist das ausgewachsene Tier, was wir eh schießen wollten. Das ist ja ganz gut. Ich meine, es hat nur einen Stern. Das hätte auch keinen Sinn gemacht, dass der Fitnesswert großartig über 50% ist. Weil dann hätte es mindestens zwei Sterne, das Tier. Ne? Okay, da ist er. Entfernung knapp 100 Meter. Ja, ein paar Schritte kannst du ruhig noch rankommen. Ich muss vielleicht nochmal tröten kurz. Haltet euch nochmal die Ohren zu. Okay. Dann wird das jetzt dein Ende, mein Freund. Ich vermute, wir werden einen Kopfschuss machen. Ein Kopf ist auch gerade das Einzige, was ich sehe. Kopfschuss ist außerdem immer sicher, eine sichere Nummer meistens. Wir werden einen Kopfschuss machen. So, komm noch ein kleines Stück noch, kleines Stück noch und gut. Effektiv. Lauft nur, lauft, lauft, lauft. Alle anderen will ich eh nicht abschießen, die haben zu viel Potenzial. Ich meine, ich hätte jetzt noch ein ausgewachsenes Weibchen oder so abschießen können, aber nee, das wäre unnötig. Hätte man eh nicht getroffen. Bergziegen laufen jetzt natürlich auch weg. Ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen doof. Aber naja, war zu erwarten. Wir haben auch noch eine Quest, wo wir Bergziegen von einem Highground aus abschießen müssen. Also wir müssen quasi mindestens 10 Meter höher sein als die Bergziege beim Schuss oder so. Ich weiß gerade nicht genau, aber der Mission hätten wir auch nachgehen können, theoretisch. Aber es hetzt uns ja nicht, wir haben ja genug Zeit. So, die Wapitis haben auch wieder ihren, ja, einen Ort gefunden, an dem sie sich entspannen. Wir werden aber nicht weiter darauf eingehen. Also,
Wie gesagt, das erwachsene Männchen, das hat Potenzial. Deswegen lassen wir es leben. So, jetzt gucken wir aber erstmal nach dem Freund hier. Die Markierung hier hinten könnten wir wegmachen. Da läuft aber noch eine Bergziege. Alleine. Nee, nicht alleine. Vielleicht, also ganz vielleicht. Die Markierung machen wir trotzdem weg. Damit ich nicht durcheinander komme. Wir haben ja noch einige Tiere da hinter uns irgendwo liegen. Vielleicht, also ganz vielleicht. Obwohl, wenn ich jetzt auf eine Bergziege da hinten schieße, komme ich ja nie wieder zurück. Oh, oh. Okay, alle Bergziegen sind da. Mm, gucken wir erstmal hier rein. Ja, ein bisschen links. Ich habe ein bisschen Wind noch mit einberechnet, aber der war ja nicht sonderlich stark und ich war ja auch sehr nah dran am Tier. Deswegen, naja, aber das Körner mal getroffen, ist okay. Ausgewachsen, 22% DNA-Wertung, das ist echt scheiße. Gut, dass wir dich geschossen haben, über 600 Dollar. Mm. Lecker, das kann man sich auf jeden Fall schmecken lassen. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie das hier aussieht. Bei den Bergziegen hat man vorhin auch so einen unterirdischen Wert. Deswegen gucken wir mal, ob wir jetzt noch ein erwachsenes Männchen vielleicht sehen. Da haben wir eins, was wir vielleicht abschießen können. Jetzt läuft es natürlich weg. Natürlich. Okay, das ist unser erwachsenes Männchen. Versuch's mal ein bisschen im Blick zu behalten. Denn ich weiß jetzt schon nicht mehr, welches es ist. Danke dafür. Wie ist es mit dir? Ausgewachsen. Ausgewachsen. Und du da hinten? Jungtier. Jungtier. Es ist echt nicht einfach, Leute. Es ist echt nicht einfach, hier einen Überblick zu behalten. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein erwachsenes Männchen in dieser ganzen Gruppe. Jungtier. Jetzt ist es natürlich auch genau in diesem Haufen von Tieren drin, ne? Jungtier. Okay, Leute, ich glaube, das mit dem erwachsenen Männchen, das wird so nichts. Wir nehmen jetzt das ausgewachsene Weibchen mit. Weil ich krieg keinen Winkel. Außerdem scheint es ja wirklich nur zwei Männchen zu geben und ich will nicht den kompletten Männchen alle rausnehmen. Ich weiß nämlich nicht, was dann passiert. Wäre auf jeden Fall nicht so gut, glaube ich. Schuss war ganz okay. Ganz okay. Was macht man jetzt? Verfolgt man zuerst die oder gehen wir zuerst zu den anderen Tieren? Vielleicht schaue ich erstmal, ob hier ein Tier umfällt. Dann weiß ich ja, ob ich gut getroffen habe. Ich sehe niemanden umfallen. Okay, ich gucke erstmal zu der Blutspur. Wenn ich eh nicht gut getroffen habe, dann kann ich sowieso wieder gehen. Und dann schauen wir nach den anderen Tieren. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir alles einsammeln. Inzwischen. Ich musste ein ganz schönes Stück laufen, um wieder hierher zu kommen. Also, bin schon ganz schön weit vom Weg abgekommen. Naja, hier sind wir wieder bei der guten Bergziege, die wir erwischt haben. Herzschuss. Nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass der wirklich so gut getroffen hat, aber ich meine, wir haben relativ tief gezielt und das ist das Ergebnis. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Über 600 Dollar, nehme ich gerne an. So, falls ihr euch fragt, was mit der Bergziege ist, die wir jetzt als letztes geschossen haben, ganz da hinten. Kleine Blutspur. Ich dachte mir schon, dass ich beim Schuss ein bisschen verzogen habe. Und das habe ich auch. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich da verfehlen konnte. Ich hätte zwar gedacht, dass mindestens die Lunge hätte ich noch erwischt, aber ja, scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Deswegen, naja. Die geht uns verloren, die eine Bergziege, aber wir haben ja noch genug andere Tiere, die hier irgendwo rumliegen. Beziehungsweise, wir haben jetzt noch das Wapiti und dann habe ich noch eine Markierung da hinten. Aber ich weiß aber nicht, ob da noch ein Tier liegt. Nee, ich habe noch zwei Markierungen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß gerade selber nicht, wie viele Tiere hier noch rumliegen. Habe selber den Überblick ein bisschen verloren. So, jetzt schaue ich erstmal nach dem Wapiti. Hier liegt da der Freund. Der hat sich ein bisschen Spaß mit mir erlaubt, weil die Spur lief direkt aufs Wasser zu. Kam aber auf der anderen Seite des Ufers nie an. Also die ging auf der anderen Seite nicht weiter. Und ich musste jetzt ewig schauen, bis ich gesehen habe, dass das dann dabei, also dass das Tier auf der Flussseite geblieben ist. Aber dann halt, ja, woanders lang gelaufen ist. War ein bisschen verwirrend. Naja, der Schuss ein bisschen sehr weit links am Lungenflügel, aber hat noch gereicht. Und hat,
Ja, hat gereicht. 51%, naja, okay. Warum nicht? Eine Menge Geld, die wir heute eine Menge Geld, das wir heute hier einstreichen, aber beschwere ich mich nicht. Ah, ist wunderbar. Gut, so jetzt haben wir noch hier und da eine Markierung. Ich glaube, das waren nur Markierungen, wo noch Tiere waren. Diese Tiere sind inzwischen natürlich nicht mehr da. Ist ja ein bisschen Zeit vergangen und ich habe auch ein bisschen rumgeschossen in der Gegend. Verständlicherweise. Na gut. Ich würde mal sagen, wir haben schon einiges an Zeit verloren. Wir werden jetzt nochmal versuchen, na zumindest einen von diesen Füchsen nochmal zu schießen. Also hier für die Quest. Ich frage mich, was das ungewöhnliche Verhalten ist, aber wahrscheinlich werden wir das gleich sehen. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keine Tiere mehr vergessen. Glaube aber nicht. Falls ich irgendwas vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Dann hole ich das Tier beim nächsten Mal ab oder so, falls es noch liegt. Aber ich glaube, ich habe alles. Gut, dann gehen wir nochmal darüber. Okay, wir haben das Gebiet betreten und ich sehe schon die Füchse. Da hinten steht einer, hier läuft einer. Der ist sogar gar nicht mal so weit weg. So, jetzt kommt's, pass auf. Armbrust auf 40 Meter. Jetzt kommt der legendäre Armbrustschuss hier. Aber dieser Fuchs, der rennt doch hoffentlich nicht weg. 41 Meter, wir gehen nochmal so 2-3 Schritte voran. 40 Meter sind auch eingestellt. Ist gut, wir haben ein bisschen Rückenwind, das ist auch okay. Der sieht ein bisschen komisch aus, der Fuchs. Ich sag's, wie es ist. Erwischt. Mit der Armbrust. Okay, die ersten Fuchs mit Tollwut haben wir abgeschossen. Das war einfacher als erwartet, aber... Ja gut. Obwohl, tollwütige Tiere, die laufen ja eigentlich auch nicht weg, oder? Also, bei Füchsen sagt man ja, wenn die sehr zutraulich sind und so, dann sollte man aufpassen, dass die keine Tollwut haben vielleicht. Sieht aber auch ein bisschen wütend aus. Lungenflügel gestriffen, aber nicht zerstört. Kriegen aber wenigstens $30. Erwachsen männlich. Der erste. So. Ich will es aber auch nicht herausfinden. Also ich will mir jetzt auch nicht super nah an die Füchse rangehen, weil wenn sie dann weglaufen, muss ich erst wieder hinterher und das ist auch wieder nervig. Gerade bei Füchsen, die sieht man so schlecht. Obwohl man natürlich hier ein schönes Gebiet ausgewählt hat für die Quest. Man sieht nämlich, ja, man sieht kilometerweit. Das ist das Gute. Wir könnten jetzt schon versuchen, den Fuchs da hinten abzuschießen. Ja, wisst ihr was? Ja, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich meine, es sind tollwütige Füchse. Es spielt bei denen jetzt eher keine Rolle. Ja, die $30, ich meine, kann ich darauf verzichten gerade mal. Wir gehen noch ein bisschen ein Stück nach hinten. Wir haben zwar ein bisschen Rückenwind, das bedenken wir auch, aber 500 Meter, da wollen wir trotzdem schon so nah wie möglich dran sein. Das ist schon ein kleines Tier, also wenn wir den jetzt treffen, wäre schon nice. Ich habe ihn nicht getroffen, oder? Glaube ich, habe oben drüber geschossen. Der läuft aber auch nicht weg. Okay, wir zielen jetzt mal ein bisschen tiefer. So. So. Jetzt haben wir ihn erwischt. Leider lebt er noch, aber er ist jetzt wohl tot. Und er ist außerhalb meiner Sichtreichweite. Heißt das, dass fünf Füchse so 500 Meter Range haben? Und er ist tot. Also 500 Meter, also alles über 500 Meter wird der Fuchs vielleicht nicht reingeladen. Also wird er noch nicht gerendert. Könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Könnte ich mir vorstellen. Okay, na, dann gehen wir zu dem anderen Fuchs, schießen dem noch einen Pfeil in den Nacken und dann holen wir die zwei Füchse noch ab. Und dann sind wir fertig mit der Folge. Ja, so ist es. Okay, 50 Meter entfernt, da ist er. Schwierig, den jetzt zu treffen, aber wir probieren es mal. Ich war es nicht. Alles gut, Fuchs, ich war es nicht. Die haben halt auch keine Lust abzuhauen. Das ist schön. Ja, eventuell war mein Speicher gerade voll. Tut mir leid, Leute. Deswegen habt ihr leider nicht gesehen, wie ich diesen Fuchs mit meiner Waffe noch einen schönen Schuss durch die Lunge gedrückt habe. Ja? Es stand sogar da, dass ich das Herz getroffen habe. Ja? Also ich habe mit der Armbrust drauf geschossen und das Tier habe ich auch getroffen, aber nur am Bein. Tier ist natürlich weggerannt so und dann, ja, es wollte halt nicht sehr weit wegrennen, es kam mir auch entgegengerannt und da habe ich halt die Waffe rausgeholt und habe draufgeballert. Ja, habe ich nicht lange gezögert. So, wo ist jetzt unser letzter Fuchs? Ich meine, wir haben den ja schon geschossen, jetzt müsste man ja nur noch
finden. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Speicher freigemacht. Das ist immer so ein Problem. Ich habe nicht ganz so viel Speicherplatz. Und ich, wenn ich immer ein paar Videos vorproduzieren will, dann wird das ganz schön viel. Dann habe ich so viele Dateien und dann ist irgendwann der Speicher voll. Und das Problem hat man leider jetzt gerade. Aber naja, viel Videomaterial ist nicht verloren gegangen. Gut, da sehe ich das schon leuchten. Dann laufen wir jetzt einfach mal schnell hin. Ich meine, es sind, glaube ich, eh keine Tiere mehr hier in der Umgebung. Ich glaube, irgendwo habe ich noch einen Fuchs gesehen. Ja, wahrscheinlich einen als Backup, falls man irgendwie bei einem Fuchs doch mal einen Kopf schießt. Das ist ein Hase. Oh mein Gott, Leute, okay. Pass auf, das machen wir jetzt noch. Gucken mal, ob wir vielleicht den Hasen mit der Armbrust abschießen können. Ich glaube, er ist eher von mir weggehoppelt. Nee, nee. Das wird ultra schwierig, Leute. Ultra random wird das. Pass auf. Zack. Ich habe getroffen, oder? Ich habe getroffen. Yes. Legendärer Schuss, würde ich sagen. Ich meine, 40 Meter und Seitenwind. Mach das erstmal mit der Armbrust, ja? Mach das erstmal. Oh, du hast kassiert. Oh, Headshot auch noch. Oh. Critical Hit, würde ich sagen. Der Arme. Der Arme hat heftig kassiert, aber nice. $8 nehme ich mit. Ja, da haben wir jetzt nochmal ein anderes Tier geschossen für die Abwechslung. Wunderbar. So sehe ich das gerne. So, ist da oben ein Tier oder ist das ein Stein? Ein Stein. Toll. Gut, Fuchs. Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass ich deinen Kopf irgendwie getroffen habe oder so, weil das wäre nicht gut. Aber ansonsten... Okay, diesmal haben wir zu tief geschossen. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich drüber geschossen über den Fuchs und beim zweiten Mal habe ich wohl unten drunter durchgeschossen. Was habe ich hier überhaupt erwischt? Es kann aber auch sein, dass das wieder ein bisschen fehlerhaft ist, die Ansicht, weil laut dem habe ich gar nichts getroffen eigentlich. Aber Fleisch haben wir auf jeden Fall getroffen, hat gereicht. Und wir kriegen sogar ein bisschen Geld dafür. Ja, wir kriegen volle Jagdwertung. Ich verstehe gar nicht, warum, weil... Es ist nicht die richtige Jagdwaffe und wir hatten auch zu viel. Aber es war scheinbar noch im Rahmen, weil das Tier so weit weg war. Ja, 500 Meter weit weg, dadurch war die Wucht natürlich vom Aufprall nicht so stark. Vielleicht hat das seinen Teil dazu beigetragen. Gut. Quatscht halt nochmal kurz eine Runde. Congratulations on your promotion. Congratulations. What? You've been named the head of the Rabies Surveillance and Management Program. Toll. Just... Cool. What? So schnell ging das. By dumping all the problems on me? No, sorry. Oh, and I forgot the best part. We'll be sent units of oral vaccination bait. It costs Schluck Impfungsköder. So mhm. But we can finally do something that'll work for longer. Oh wow. Oh wow. Okay. I guess I'm just shocked that some men keep their promises. Hey, was soll das heißen? Nicht alle Männer sind so, okay? How can you be the best and the worst at the same time? Congratulations again. Yay, congratulations. Oh nein, komm schon Leute, ich will die Folge beenden. Nee. Big time. What did you lose this time? Probably my mind. I'm sorry about what I've done. I didn't know you. I'll take care of everything, I swear. Hä? Was willst du mir erzählen? Sorry? What? Hey, Jackie, can you meet me at the Wild Soup? You know I can't go there for a month because... Was? Lass mich doch einfach in Ruhe. Beförderung. Will jetzt er noch was von mir? Sie will noch was von mir? Mensch, Leute. Which he didn't, because he was cheating by holding the table with his other hand. Ja, sowas aber auch, ey. You okay? Leute, kommt aus dem Knick. I just... I can't keep a secret from you. I'm not the best and the worst. I'm just the worst. Nina, you are not the worst. Ah. There's been some report of vandalism at the Nicholas Blackburn Memorial Place. Please don't go there until I clean it up. Of course I'll go there. I'm closer than you are. I'm used to stupid vandals by now. Okay. But it's sie war's. Sie ist schuld, bestimmt. You worry too much. Sie ist es. Oder?
Aha, interessant, interessant. Okay, endlich haben sie mich in Ruhe gelassen. Toll, wo ist die Gedenkstätte hier? Gedenkstätte hier unten, okay. Da werden wir vielleicht das nächste Mal vorbeischauen. Die Folge ist jetzt hier zu Ende. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen Überlänge. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall einen guten Flow drin gehabt heute, würde ich sagen. Und so sollte es eigentlich immer laufen. Das wäre nice, wenn die Tiere einfach so zugelaufen kommen, versteht ihr? Ja, war schon gut, war schon gut. Okay, Leute, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen oder vielleicht auch ein Abo reinknallen, wie ihr wollt. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin, lasst es krachen und ciao, ciao.